So Leute, damit euch ein herzliches Willkommen zurück zur Pokémon Nummer Salazar Challenge mit dem Spiel Pokémon Soul Silver. So, ich habe heute noch einiges vor, in diesem Spiel natürlich hier. Wir werden jetzt erstmal nach Oliviana City aufbrechen, werden dann in die Strudelinseln reingehen. Oh, okay, Mechaniker kann das mal vorne bleiben. Wir werden uns dann einen Encounter fangen, den Encounter benennen, uns die Stats von dem Encounter ansehen. Und danach werde ich diese ganze Strudelinsel durchforsten, weil ich keine Ahnung habe, wo ich da lang gehen muss. Und das soll euch halt erspart bleiben. Das ist nicht gerade sehr, wie sagt man, spannend. Spannend ist das Wort, was ich gesucht habe. Oh, es geht hier schon los, ey. Ich muss mir unbedingt Schutz kaufen. Ich glaube, ich habe ja Whirlpool auf einem Pokémon von mir. Müsste ich eigentlich. Ja, habe ich. So, jetzt gehen wir mal. Jetzt wollte ich gerade sagen, fahren wir. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier unten lang. So, Whirl Islands. Ein Geradax. Gut, wenn wir es jetzt töten, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Oh, den hast du noch Drachenwut. Ja. Dann fangen wir uns doch einfach das Geradax. So. Jetzt kommt nämlich die zweite Tat dieses Videos. Ich werde das Pokémon natürlich benennen. Wir werden es dann nicht jetzt gucken, so wie immer. Und dann werde ich mich erstmal alleine durch diese Strudelinseln hier, boxen. Ich schneide euch ja dann die Stelle dann da rein, wo ich vor Lugia stehen werde, welches dann kein Lugia sein wird. Gut, bis gleich. So, Lana, das Geradax mit Amulet. Mit Amulet können, was ich gleich erstmal eingesammelt habe, weil dadurch kriegen wir nämlich mehr Geld in Trainerkämpfen. Quirky Nature ist ein neutrales Wesen. Gluttonie. Encourages the early use of an held berry. Ich weiß es gerade nicht, was Gluttonie auf Deutsch übersetzt für eine Fähigkeit ist, aber ich weiß, diese Fähigkeit aktiviert sich einfach nur bei einem frühen Anlass von Bären. Also nicht ab der Hälfte oder unter der Hälfte, sondern glaube ich noch knapp vor der Hälfte. Gut, ist jetzt so nicht das Weltbewegendste, aber gut zu wissen. Kopfnuss, Sandattacke, Schnüffler und, wie heißt es hier, Schlamm, Lebensuhler. Hat es im Movepool. Gut. Das sollte es dann noch erstmal gewesen sein. So, jetzt boxe ich mich erstmal auf diese verdammten Strudelinseln. Ich habe damals schon als Kind Probleme gehabt, mich dadurch zu kämpfen. Ich werde natürlich YouTube nutzen, weil, aber, und ich muss es ja auch euch nicht zeigen, weil ich ja überhaupt keine Ahnung habe, wo ich überhaupt rein muss, weil es schon wieder 10 Jahre in der Vergangenheit liegt. Wenn nicht sogar schon fast 13. Gut, wir sehen uns dann vor Lugia. Ach ja, wir haben sogar ein paar Encounter hier. Na, was ist ein Encounter? Ein paar Trainer hier vergessen zu bekämpfen, wie diese Schwimmerin hier zum Beispiel. Ich bin einfach mal ganz kurz hier an diesen Weg hier lang gesurft. Okay, danke. Und auf einmal, wie die gegen mich kämpfen. Gut. Das, was ich schon mal gezeigt haben, wenn noch irgendwas sein sollte. Schneide ich alles rein. Aber spätestens sehen wir uns bei Lugia wieder. Bis dahin. Ja, wir sind schon an ein paar Orten noch nicht vorbeigeschwommen. Habe ich das Gefühl. Hier ist der nächste gleich. Gut. Aber wir hat nur Noctuska. Ich habe Stitzer. Na gut, Critten ist es nicht. Aber ich one-shot ihn. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, muss ich sogar vielleicht sogar da rein. Oh, ich weiß es nicht. Aber na gut, wie gesagt. Oder? Warte mal. Ja, hier noch. Ja, er ja auch noch. Na klar, na klar. Wir sind die ganze Richtung hier nicht abgeschwommen. Oh Mann. Ja, diese Route ist ein kleines bisschen verwirrend. So. Das hätten wir. Ich muss es noch suchen. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung mehr, wo diese Scheißhöhle ist. Ich weiß, in welche Höhle ich rein muss. Aber ich weiß nicht, wo die Höhle ist. Das ist das Problem. Na gut. Bis Lugia.
Nee, Alter. Es geht immer und immer weiter. Okay, einen halte ich noch aus. Aber er hält keinen Schlitzer aus. Ihr fragt euch auch bestimmt, warum das hier mit Lugia alles so wichtig ist. Ich muss Lugia begegnen, um in der Story weiterzukommen. Sonst kommen wir nicht rüber zum Indigo-Plateau. Nur falls euch jetzt hier fragt, warum ich hier Lugia encounter möchte. Ja gut, erstens wegen den zusätzlichen Encounter und zweitens, weil ich jetzt muss. Ich muss das legendäre Cover-Pokémon, in diesem Fall Lugia, hier encountern. Sonst komme ich nicht weiter. Ich muss ganz kurz gucken, ist das die Höhle? Nee, das ist es auch nicht. Oh, alter Scheiße. Naja, gut, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich erspare euch die ganze Kacke hier. Gute Nachrichten! Ich habe die richtige Höhle gefunden. Schlechte Nachrichten, da stand ein Trainer vor. Nee, ich bin immer noch hier seit 10 Minuten am Suchen. Oh, ich habe die Quicklore. Nice. Ach stimmt, wir haben noch hier Amulet Coin. Nur wen gebe ich das? Ach, Checkforce hat noch kein Item fertig ist. So, die richtige Höhle habe ich gefunden. Aber den Weg, da muss ich euch auch nicht hier mitnehmen. Ich muss jetzt hier im Dunkeln durchtapseln. Das ist das ganz große Problem an der ganzen Sache. Und ja, ich glaube, den davon habe ich nicht bekämpft. Den, der da rechts oben, der er hier da, den habe ich auch nicht bekämpft. Aber das muss jetzt auch nicht sein. Wir müssen einfach nur hier rein und Lugia fangen. So. Jetzt müsste es aber eigentlich auch, glaube ich, nichts mehr geben, was ich euch jetzt hier zeigen muss. Ich gucke jetzt einfach noch so ein Tutorial-Video an, wie ich da hinkomme. Und dann, ja, sehen wir uns dann bei Lugia. Jetzt aber wirklich mal viel. So, Jungs und Mädels, ich habe sie gefunden. Das war gar nicht jetzt am Ende so schwer, wie ich dachte. Ich habe mich auch als Kind, da habe ich mich des Todes schwer getan, diesen Weg hier zu finden. So, jetzt kommen wir nämlich hier durch. Encounter einen Hypno, welches wir hier aber nicht fangen werden, weil wir oben schon einen Encounter gefangen haben und weil sich dahinter... Oh, warte. Was? Weil sich dahinter dann noch ein statischer Encounter befindet. Dieser ist kein anderer als kein Lugia. Also wenn das jetzt ein Lugia ist, dann habe ich entweder nur Glück oder Pech gleichzeitig. Na gut, nehmen wir es aber mal Glück oder Unglück. Wächter der Meere, bitte erwache, höre meine Stimme. Da ist er. Aber wirst du es auch sein, oder bist du nur ein Verräter oder ein Betrüger? Bist du ein Betrüger, Lugia? Zeige mir deine wahre Gestalt! Ein Lumineon. Puh. Na gut, lebt im Wasser. Oh nein, warum denn ausgerechnet du? Na gut, wir nehmen es mit, wenn es jetzt nicht gleich vernichtet wird. Nee. Dann nehmen wir es mit. Na klar, denkst du mal ein Spezial. Oh, 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 oh. Oh, bitte lass sie nicht so fangen wie ein Lugia. Weil das Lugia, was ich hier vor 10 Jahren hatte, das hat sich deutlich, deutlich schwieriger fangen lassen. So, Lumineon. So, Leute, jetzt geht's so weiter, wie wir es immer kannten. Wir werden jetzt uns ein, oh, wie hieß der nochmal, Neuborgia wiedersehen. Und danach geht's dann rechts die Route lang nach Kanto zum Indigo-Plateau. Wir werden nicht alles machen, wir werden nur einen Teil davon machen. Aber freut euch, jetzt kommt nämlich das Finale. Habe ich Neuburgia gesagt? Ich bin natürlich Jerry Grove. So, weil wir müssen uns nämlich noch unser Lumineon namens James angucken. Es hat Sturmzug als Fähigkeit. The Pokémon draws all in Water-Type Moves. Ich glaube, jetzt heilt sich sogar durch die Wasserattacken, die es dann abkriegt. Och du Scheiße, was ist das denn für Moveset? Liebreiz. Bodyguard. Wasserring und Whirlpool. Nee, es ist gar nicht so gut. Wesen ist Minus Defense plus Spez Defense. Na gut. Wir müssen es ja in der Box lassen. So, jetzt geht's auf nach Neuborgia. Und von da
geht's dann nach Kanto zum Indigo-Plateau. Das ging schnell. Weil sonst würde nämlich immer unsere Mutter aus dem Haus kommen und uns aufhalten. So, warte mal, haben wir hier schon einen Counter gefangen? Nee, ich glaube, wir haben nur geangelt. Wir haben hier nur geangelt. Das war ja noch in den ersten Parts. Da würde ich jetzt mal meinen, fangen wir mal das von Weisel. Was wir hier gerade so sehen. Und ich habe ein richtig geiles Item noch gefunden. Das wird auch sehr oft hier noch in der Competitive Pokémon benutzt. Das ist das... Oh, verdammt. Das ist das Item. Leben Orb. Nur wenn ich das gebe, das weiß ich noch nicht. Aber erstmal fangen wir hier Wespe Quinn. Im Deutschen Hohen Weisel. Beehive Pokémon. So, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit Bock habe, wieder immer hin und her zu gehen, werden wir das einfach so machen. Ich gebe dem Viech jetzt einfach hier einen Spitznamen. Das mache ich auch mit einem anderen Counter, den ich fange. Und dann gucken wir uns das am Ende des Parts, wenn ich jetzt sage Schluss, einfach mal an. Den Weg hierher finden werde ich definitiv. So, wie nennen wir dich? Wir nennen dich einfach Tina. Weil mir gerade nichts anderes einfällt. So, die ersten Schritte nach Kanto sind getan. Jetzt geht es nämlich hier nochmal rein, in die Toyo-Fälle. Das ist das offizielle Grenzgebiet. Das darf ich nicht fangen, sonst hätte ich schon dreimal. Oh nein! Ich habe keine Kaskade. Dann bringe ich denn jetzt Kaskade noch von euch, den Schköpfen, weil... Und dann du bist ja so oder so physisch. Na, oh nein. Kann noch wer Kaskade lernen? Ich will jetzt hier nicht noch eine VM beibringen. Ja, hier, scheiß drauf, Mantik. Steht Crunch. Ja, es tut mir selber gerade ein bisschen weh, dass ich hier einem legendären Pokémon noch eine andere VM-Attacke beibringe. Kravums! Du kommst ebenfalls in den Ultraball. Du kommst ebenfalls in den Superball. Bleibst du jetzt drin, du Kackviech? Wenn du mich einmal crittest, dann töte ich dich. Bleib mal bitte drin. Also wenn ich das jetzt hier nicht mit den ganzen Superbällen und Hyperbällen fange, dann ist mir das scheißegal. Weil den Meisterball, den hebe ich mir für einen Encounter auf, der vielleicht ein legendäres Pokémon ist. Du bist so ein nerviges Kackviech, weißt du das? Ultraball. Dankeschön. So, der Laut neues Pokémon, so, wer ist denn Laut? Weißt du was, wir nennen sie einfach wie... Ich glaube, die kennt er. Fisch. Ich sag nur Thunfisch. Ich hätte jetzt noch einen anderen Typen reinhauen können, aber ich glaube, nein, das wäre dann ein bisschen kacke. Das würde dann in eine andere Richtung gehen. Oh, ein Igelava. Igelava ist auch geil. Tornupto. Mega nice. Ein weiteres Kravums. Und der erste Trainerkampf für den Kanto. Und ich glaube, da unten gibt es noch eine TM, soweit ich weiß. Ein Tentoxa mit Barriere. Nur die Defense-Wert. Nur der Defense-Wert steigt. Gut, das ist ja alles ein grüner Bereich. Da kann ich ja weiter mit Magic Leaf da mal reinhauen. Und Junge, Alter, mach jetzt nochmal richtig Schaden da. Sehr schön. Trassler! Guck mal, ich hab die Wetterwicklung. Ja gut, du entwickelst dich dann jetzt zu einem Gardevoir. Und falls ihr fragt, ja, Gardevoir kann auch männlich sein. Na gut, das ist jetzt was anderes. Du kannst auch männliches Gardevoir haben, nur wenn du halt deinem Curl jetzt zu einem Galagnadi weiterentwickeln möchtest. Warte mal. Kurz von hier mein Mauskabel. Wenn du Curl jetzt zum Galagnadi weiterentwickeln möchtest, dann brauchst du einen Funkelstein.
Und dann noch ein männliches Kirlia. So, das ist im eigentlichen Spiel, glaube ich, die TM für Sandsturm. Na klar, das ist wieder Finale. Das kann nicht sein, ey. Das kann einfach nicht sein. Ich will keine Suizidattacken haben. Ich möchte, wenn dann irgendwas, was ich hier brauchen kann. Darf ich hier auffangen? Theoretisch dürfte ich ja hier dann auffangen. Wo wir noch im selben Areal sind. Ah, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, ich lasse es mal lieber. Oder? Gut, man kann ja auch mal gucken, was der erste Encounter... Oh, der verfehlt den Highjump, gibt nicht. Was der erste Encounter hier ist auf der Route. So, Psycho Cuts. Ja klar, Paras mich mit dem scheiß Body. Das war ein Crit. Das kann auch nochmal so machen. Du brauchst unbedingt Erdbeben. Du brauchst unbedingt Erdbeben. Klammern wir erstmal die ganzen Super Potions weg. Sorry, die ganzen Super Potions klammern wir erstmal hier weg. Haben wir noch irgendwas gegen Paralyse? Burn Heal? Nee. Na, ich könnte jetzt die Spezialität ansetzen, aber nee. Ich finde Para. Na, wenn es ein Anton ist hier. Gut, dann war's mit dem Encounter. Egal, was ich jetzt kriege. Anton. Gut. Dann geht's weiter. Die nächsten Trainerkämpfer. Mit Slash. Und noch einem Slash. Und einem halbtoten Galagladi. Was ich wieder heilen muss. Ich setze einfach die Spezialität ein. Ist aber scheiße für eine Paralyse, aber. Ich hab jetzt keinen Bock, dass er so scheiße lahm ist und dann auch in sehr seltenen Fällen angreift. So, unten geht's auch noch weiter nach rechts. Ich guck mal hier unten. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht so oft. Das ist eine kleine Abkürzung, oder was? Das ist eine Abkürzung. Gut, hat jetzt irgendwie nicht so... Ich habe gesagt, ich darf keine Counter mehr fangen. So gern ich dich jetzt auch hätte, Groudon. So gern ich dieses Groudon jetzt auch gerne hätte. Psycho Cuts trifft er unter Kritik. Das wäre so geil, ey. Einfach mal zwei so eine Wetter-Pokémon im Team. Unter Wigglytuff. Dann scheiß Ernst. Max Elixier, Citrusbeere, Revive, Esper Berry, ne, ich habe nichts mehr dafür. Na klar, jetzt aktiviert sie Finklaue. Wo ich es am wenigsten brauche. Oh ja, gut, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Jetzt hatte ich Angst. Das Galagladi will ich noch behalten. Oh, die gucken zu. Das geht. Das ist so, Oh, ein Chicken! KFC! Und was... Was Unamor so machen kann. Warte mal, du bist ja schon Level 37. Na gut, nehme ich gleich raus. Beziehungsweise Unamor so nehme ich dann nach vorne. Das macht diese scheiß Shelby. Nein, ich will eure Nummer nicht haben. Sei denn, du heißt so und so. Dann nehme ich ihn immer gerne. Dann nehme ich ihn immer liebend gerne. Stolrak. One-Shot. Und das legendäre Pokémon Lumineon. Welches mich mit einem sehr bösen Blick aus dem Wasserfall angeguckt hat. Nee. Nee, das war so ein herrlicher Anblick. Da siehst du diese schönen Augen, dann dieses majestätische Lugia vor dir. Und hier ist es wieder. Oh, Magnitude 9, das ist nice. Das macht den meisten Schaden. Da gab es doch 10, Magnitude 10?
Aber das Höchste, was ich bis jetzt immer zu spüren bekommen habe, war Magnitude 9. So, jetzt fürchtet euch vor meinem Rekwaser. Denn auf einmal steht da... Oh, scheiße. Oh nein, was mache ich? Warte, was ist das denn? Warte mal, wir haben noch keinen Pokémon gekonnt, oder? In dem Gras hier. Ich lasse den Konter mal sitzen. Ja. Nee, haben wir noch nichts encountered. Ihr habt. Aber warte mal, hier ist ein schönes Haus, weil da kann sich nämlich heilen. Würde ich noch sagen, wir machen die Siegestraße noch? Weil lang ist es jetzt gar nicht mehr. Wir machen die Siegestraße einfach noch und dann können wir uns in der nächsten Folge wunderbar und einfach nur komplett auf die Liga konzentrieren. Oh, ein Sumpix. Machen noch die Siegestraße mit, die ebenfalls aufgebaut ist wie ein Labyrinth, also ihr werdet mich dann nicht mehr einmal fehlen sehen. Sondern mehrere Male. Und da müsste dann auch mein letzter Encounter drin sein. Den ich mir dann noch fangen darf. Schon wieder in der Waterfall. Was eigentlich mega dumm ist. Aber ich es einfach nur brauchte. Weil sonst wäre ich nicht weitergekommen. So. Nein, du kriegst meine Nummer nicht, verdammte Scheiße. Willst du auch noch meine Nummer haben? Kannst du gleich abschminken. Fertig. Meine Fresse. Hätte ich jetzt meinen Crunch dabei gehabt. Meine Fresse. Ja, Crunch. Auf die Hälfte runter hier bitte Nord. Mach ich den hier. Und krieg die Rauhaut noch ab. Oh, ich hab ein bisschen zu sehr gelevelt. Scheiße! Na gut, dann müssen wir erstmal nicht weiter leveln. Ich hab gerade vollkommen wieder gepennt, ey. Scheiße. So, jetzt haben wir das Pokémon mit der Amulet Coin vorne. Das ist wirklich ziemlich nice. Schallellos. Tot. Nee, nicht. Oh, ist das Hidden Power irgendwas Effektives? Keine Ahnung was, aber es ist effektiv. Nein, du kannst meine Nummer auch nicht haben, obwohl du eine Frau bist. Dann steck mal meine Ohren. So, hier ist sie. Die Victory Roads. Die Siegesstraße. Ja, heim mal noch mal ein bisschen hoch, weil der Rivale kommt nämlich auch noch mal hier. Da würde ich nicht gerne mit einem verkrüppelten Team reingehen. Natürlich! Stärker brauchen wir da natürlich ja auch noch. Was denn nicht? Na gut, Rock Smash bräuchten wir, glaube ich, noch nicht. Fliegen haben wir bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Surfer, Cut haben wir nicht gebraucht. Oh, wer will das jetzt noch lernen von euch, den Schköpfen? Hast du noch einen Move Pool? Ach, du hast Doppelteam. Oh, es tut mir weh, das so tun. Das ist scheiße. Oh, ich hab schon verkackt. Ich hab schon verkackt. Der Fick muss nämlich da oben rein. So. Jetzt haben wir noch den letzten Wäre nicht schlimm gewesen, wäre es jetzt draufgegangen. Wäre definitiv nicht schlecht gewesen. So, dich nennen wir Saki. Weil du ein Sackträger bist. Saki. Knicki knacki Namen Saki. Und an wen du fliebest. Oh, komm mal, Stoll. Weg damit. T-O-T-O-T-O-T-O-D-T-O-D. So, Ulin, mein langer Begleiter. Nee, darauf verpissen wir uns. Das ist ein Gesteins-Pokémon. Du hast eine Feverschwäche dagegen. Das können wir uns nicht leisten. Vor allem so ein Pokémon zu verlieren, kann ich mir nicht leisten. Das ist ein sehr teurer Verlust. Ein anders teurer Verlust. Oh mein Gott.
Magbrand gibt es ja auch noch. Hier nehme ich euch einfach mal einen mit, weil sonst wird das Video ein bisschen zu kurz. Na gut, dann heule ich wieder, dass das Video zu kurz ist. Und dann heule ich wieder, wenn das Video zu lang ist. Frostedie. Oh, Alter, ich brauche Schutz. Habe ich Schutz irgendwo? Oh, ein Porygon mit Download. Nice. Habe ich irgendwo Schutz? Ich habe Sternstaub. Oh, jetzt so nicht früher kommen können. Ich hab Meisterball. Ja, verpiss dich, Latias. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Ach so, na klar. Kyogre auch noch. Jetzt haben wir das ganze Wettertrio da gesehen. Ja, Kyogre, geh weg jetzt. Ist ja nur ein bisschen shiny, da fange ich dich. Jetzt kommen die ganzen legendären Pokémon einfach aus Höhen hier angeflogen. Ey, meine Fresse. Hier unten Bronzong und Sinnoh, nice. Ich muss jetzt hier runter, habe ich gehört. Ach so, na klar. Jetzt hier auch noch. Kyogre, bitte geh einfach weg. Geh einfach weg. So, machen wir folgendes. Wir schieben die erstmal da hin. Dann gehen wir hier runter. Dann gehen wir hier hoch. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Nehmen die Splashpad mit. Gehen da lang, da lang, da lang. Und hier machen den hier. So, und hier dachte ich immer, ich muss da reingehen. Nein, du kannst da wirklich so rumgehen. Und einen Celebi encountern. Schon wieder. Davon ist doch noch ein Rock für Rock Smash, aber ich bin jetzt hier kein Pokémon Rock Smash bei. Vor allem, wenn das Item da einfach so rumliegt. Und davon kommt gleich der Rivale. Ja, davon ist der Ausgang. Aber ja, so schwer war die Siegestraße ja auch nicht. Ja, hallo Lennart, im Weiblich. Oh nein, das war's doch nicht. Jetzt können wir Rate spielen, oder was? Achso, da oben wir ein Item. Na gut. Darauf kann ich auch mal verzichten. Auf dich kann ich definitiv verzichten, weil du bist jetzt schon der Vierte. So, gehen wir einfach hier lang. Ja, da bin ich gerade dumm. Nee, so dumm war's gar nicht. Was passiert, wenn ich hier rüberspringe? Hab ich jetzt verkackt? Nee, hier ist der Ausgang, hier ist der Ausgang. Nice one. Na, dann komm her, Uwe. Da war ich jetzt noch letztes Mal platt. Mit 6 Punkten. Oh, guck mal, was einer von uns nackt. Das. Gut, wenn du das Arktos nicht richtig einsetzt, kann ich. Es hätte vielleicht sogar noch Eiseskälte. Da wäre mein Odin weg gewesen. Anna! So, Reflektor bitte einmal. Jetzt bitte critten bis zum geht nicht mehr. Oh, der hat sich gebufft, der Junge. Und Psywave. Die macht. Na gut, unterschiedlichen Schaden. Mal mehr, mal weniger. So, wenn das Viech weg ist, ist alles in Ordnung. Alter, Scheiße, hat der ein geiles Team. Ein Sumpex. Das schreit doch nach Anna. Sogar das Stärkste von ihm. Ja, wir müssen ein Item einsetzen. Ich setze ein Item ein. Ich will Anna nicht hier aufgeben. Wir haben, glaube ich, nur noch einen Ultrigarion. Wir haben keinen Blattstein. Das ist halt das Blöde. Heißt also, wir kriegen dann keinen Sarzen, ja. Und einen Altari hat er auch noch. So, das ist Jack Frost. Das ist Jack Frost, wie er lebt und lebt. Mit Eisstrahl! Friere sein Herz ein. Oh, was jetzt noch? Ein Golking. Ja, das macht hier Romantik. Mit Airslash. Ja, schade, wird kein. Ah, muss doch nochmal. So, Waterfall und weg damit. Und nein, ich habe mir Waterfall nicht gerne beigebracht. So, den haben wir noch geknallt. Und hier ist der Indigo-Plateau. Wo wir erstmal unsere Pokémon heilen werden.
jetzt uns auf der PC-Box uns erstmal unsere drei neu fangenden Encounter angucken werden. So. Summary. Wir haben ja einmal Tina mit Energy Root, mit der Energiewurzel. Nice. Tina, unser Hund Weisel. Mit Pressure als Fähigkeit. The Pokémon raises the foe's PP usage. Also die Powerpoints oder die AP, wie wir es im Deutschen nennen, die werden schneller verringert, wenn der Gegner diese Fähigkeit hat. So, wir haben hier Zornklinge. Defend oder war, glaube ich, hier Blockbefehl. Verfolgung und dann noch Fury Swaps, Kratzfurie. Dann haben wir noch Greta. Unser Gravums mit Soundproof gives full immunity to all sound-based moves. Also hier Ultraschall, Superschall zum Beispiel. Oder auch Aufruhr, was es im Moveset hat. Aufruhr, Erstauner, Heuler und Biss. Minus Speed plus Defense. Nice. Und dann natürlich noch Bomi mit Shedskin. The Pokémon may heals its own status problem. Das ist nice. Minus Defense plus Spitz-Defense Wesen. Schutzschild, Tackle, Käferbiss und Hidden Power. Kann ich sehen, welcher Typ das ist? Nein, kann ich nicht. A unique attack that varies in type and depending on the Pokémon. Ja, gut. Das müsste auch erstmal alles gewesen sein. Unser ganzes Team ist voll. Ich werde gucken, auf welchem Level sie sich befinden. Und dann werde ich natürlich noch bis dahin Level mit... Da darf ich auch Rekanes verwenden. Weil ich will hier nicht des Todes gefickt werden. So. Dann geht's beim nächsten Mal durch den Indigo-Plateau. Und ich hoffe, wir kommen da gut durch. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis später. Und ciao.